Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Horrorfolge. Natürlich wieder mal mit Facecam, wie ihr seht. Auch wenn es jetzt ein bisschen ruckelt, tut mir leid. Und ihr seht, wir haben eine schöne Atmosphäre schon hier uns eingerichtet. Heute geht es um das Spiel Loop 86. Genau. Produziert wurde es von Elixemstuxus, ne? Ja. Hier unten seht ihr dann auch nochmal hier alles verlinkt, also sprich Twitter, YouTube und so weiter. Es ist Version 1, das heißt, wir werden schauen, wie es uns gefallen wird. Und da würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Okay, sehr traurige Nachrichten. Leider verträgt sich die Facecam mit dem Spiel nicht so gut. Weshalb wir das Spiel leider ohne Facecam spielen müssen. Ich hätte mir so gewünscht mit Facecam, Mann. Aber naja, gut. Dann gehen wir jetzt trotzdem einfach rein. Breaking News. 11 guests of the Loop Hotel have been missing since last week. These include Robert Carman, Charles Campbell, Tara Dawkins, George Flowers, Stephen Drake, Adrian Lee, Jolie Potts, Francis Miles, and Maureen Carney. Moreover, a reporter named Daniel Parker has also been missing since this morning. He should clarify about the incidents of the missing guests. If you have any information about this, please report to the police immediately. Let's come to the weather. Oh, das klassische Weckergepiepe. Nein, ich will schlafen, Mami. Lass mich. Ich will schlafen. Lass mich doch aufstehen, ey. Guten Morgen. Oder Nacht? Weiß ich nicht. Ja, wieder Propeller. Ja. Kann man springen? Ne, wir können nicht springen. Oh, wir schwanken aber schon wieder so. Oh, haben wir schon wieder was getrunken? Oh. Schreck, ihr könnt uns ja halb erschlagen. Erschlagt mich. Langweilig. Okay, was haben wir denn hier so schön? Das ist eine Teekanne mit schönen Blumen. Eine Standuhr. Die, was zeigt ihr für eine Uhrzeit? 11:45? Wieso klingelt unser Wecker um 11:45? Ist ja echt. Also, gut. Hier auch ein Zettel. Was ist das? Oh Gott. Something is wrong here. I can't say exactly what, but it all feels like déjà vu. It rains and thunderstorms quite heavily. I keep hearing noises from behind the door, as if someone is trying to make me go through. I'm afraid. Please, if anyone is reading this, help me. Robots 11. Keine Ahnung. Okay. Wieso hängt man über eine Tür, so ein fettes Exit-Schild. Ja gut, ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal durch die Tür. Ah, okay, gut. Wir befinden uns also im Flur. Oh, das ist gut, ne? Ja, ein Medikamenttyp und der raucht auch schon wieder. Das ist nicht gesund, mein Freundchen. Wieso Alter, hier liegt ja alles voll. Oh gut, und hier oben ist es vielleicht auch nicht mehr so frisch. Ich hoffe mal, dass es hier nicht auf die Decke, auf den Kopf stürzt, meine ich. Gut, alles für 11:45 hier. Huch, wer bist du denn? Kann ich rennen? Man kann rennen. Wer ist das? E gleich MC Quadrat. Robert Einstein, was machst du denn hier? Time changes. You have only 550,492 hours of life. Okay. Guck mal, haben wir Orbert als Freund. Ja, endlich haben wir einen Kumpel. Jetzt bin ich gerade im Kreis gelaufen? Okay. Gut, dann machen wir das Spielchen einfach nochmal. Hallo Lampe, die ich noch nie gesehen habe. Und hallo Tür, die ich auch noch nie gesehen habe. Und Uhr, die 11:45 anzeigt. Und hallo Albert.
Steht jetzt eine andere Zahl? Ne, tatsächlich nicht. Ja, Loop 86. Ja, ich weiß nicht wirklich, worum es geht, aber der Name verrät wahrscheinlich schon. Locked? Der Name verrät wahrscheinlich schon, dass es hier um einen Loop gehen wird. Just is locked. Ja. Yeah. Jetzt klopfen sie an die Tür. Moment mal. Hallo? Moin, kann ich da mit reingucken? Ist ja gut, dann halt nicht. Ich gebe dir ja schon deine Privatsphäre. Also wirklich. Sag mal, Orbert. Du weißt schon, dass du rote Augen hast? Bitte spring mich jetzt nicht an, ja? Das wäre sehr... Warte, was? Spooky. Du bleibst da, wo du bist, ja? Ja? Gut, dankeschön. Aber wieso bist du besessen? Du machst mir Angst. Oder hat jemand einfach nur die Stromzuleitung angemacht? Ja, gut. Oh, ich sehe schon wieder offen. Och, Alter. Ich habe gerade so voll der Stoß durch meine... durch meinen Arm, Alter. Robert, sag nicht, du hast damit irgendwas zu tun. Wer? Geht die Tür? Carmen, Charles Campbell, Tara Dawkins, George Flowers, Stephen Drake, Adrian Lee, Jolie Potts, Francis Miles und Maureen Corney. Wieso sagst du mir die Namen? Sollen die mir irgendwas sagen? Moin, Meister! Oh Gott! Oh, das ist gut. Immer diese kurze Adrenalinschübe, Alter. Robert, wieso guckst du nach da vorne? Also der Typ hatte irgendwas hat mit seinem Kopf nicht gestimmt. Also, oh nein. Ich glaube, jemand hat die Stromleitung gekappt. Beziehungsweise hat die angebohrt. Wo ist die Kamera? Ach, guck mal, so sehen wir aus. Sehr interessant. Warte mal, wenn die Kamera da ist. Die muss hier irgendwo sein. Scary. Hallo? Oh, eine Flashlight. Oh! Ey, gemein. Wir haben uns eingesperrt. Oh nein, Leute. Oh nein. Das ist gar nicht gut. Ganz und gar nicht. Okay, man kann sich hinsneaken. Das ist. Kann ich irgendwas machen? Ah. Kann ich jetzt aufmachen? Tatsache. Okay. Also, ich muss jetzt ein bisschen mit Albert sprechen. Albert, du hast damit jetzt nichts zu tun, oder? Guck mich an. Hast du das? Hast du die Tür abgeschlossen? Hm? Du weißt, das ist nicht nett. Ja, kannst du dich so drehen und biegen, wie du möchtest. Was willst du mir schon antun? Ich meine, ich habe eine Taschenlampe, es ist alles hell beleuchtet, ist doch überhaupt nicht gruselig. Scheiße. Okay. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ach, Scheiße. Kann ich die auch ausmachen? Okay. Junge, ist das... Junge, ist das scary. Könntest du das Licht wieder anmachen vielleicht, bitte? Es wäre sehr nett. Ja? Mach das bitte. Alter! Okay. Also, Robert, ich hoffe, er lässt uns in Ruhe. Ich wünsche es mir. Oh ne, das Licht ist immer noch aus. Bitte, Albert, mach das Licht wieder an. Schon mal ein Fortschritt, aber auch noch nicht das, was ich wollte. Oh, da kann man natürlich schon. Ach du Scheiße, ich glaube, ich sollte rennen.
Eieiei. 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 Oh, warte, lass mich. Oh. Alter. Junge. Das war überhaupt nicht nett. War ganz und gar nicht nett. Robert, was hast du mir da angetan? Wer war das? War das irgendein Kollege von dir? Ich würde sagen, dass das irgendein Kollege von dir war. Nicht nett. Boah, Alter, das tat weh. Mach bitte das Licht an, ja? Oh. Okay. Wie gesagt, weiter Fortschritt. Jetzt haben wir. Oh nein, es kommt. Ja, komm, töt mich. Leute, wir müssen unsere Augen schließen. Das soll ich töten. Komm, komm, komm. Nam, 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 nam. Alter, das sieht hässlich aus. Mache ich irgendwas falsch? Irgendwas tun oder so? Wieder drehen? Nee. Ah, ein Schlüssel. Habe ich ein Inventar oder so? Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Junge! Okay, es ist egal, wie schnell ich. Oder muss ich innerhalb dieser Zeit zum Ausgang kommen? Das kann sein. Ich glaube, das ist eine Zeit. Oder? Man hat irgendwie so und so viel. Ja! Okay, der tötet mich wieder. Oh. Ja, ja, komm. Vergeht dir nicht langsam der Hunger an mir? Hello. You can't leave. Und Sirenen. I see you. Ja. Nam 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 nam. Komm. Robert hat ja auch nichts für uns, wie wir wissen. Und gleich kommt dieser Sucht und tötet mich wieder. Oh. Oh. Geht das so? Tatsache. Sind die hier überall die Cabins? Jetzt ist locked. Oder ist der Schlüssel jetzt irgendwo da drin? Warte mal. Gelockt. Ha. Na gut, Leute. Wisst ihr was? Ich finde den nicht. Gar nichts. Vielleicht machen wir einen zweiten Teil dazu. Ich weiß echt nicht, wie es hier weitergehen soll. Wir werden jetzt uns jetzt nochmal essen lassen, dass wir zumindest nochmal einen Kuss von ihm kriegen. Abschiedskuss. Ich habe echt keinen Plan, wie es weitergeht.
So, hübschi, komm mal her. Komm mal her. Ich habe keine Ahnung, wo es weitergeht. Du darfst mich jetzt mal küssen. Nam 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 nam. So geht eigentlich immer die Schranktür auf. Naja, also wie gesagt, ich finde hier überhaupt nichts. Vielleicht habt ihr das Game ja selber mal gespielt und wisst, wie es weitergeht, beziehungsweise was ich mal überhaupt machen muss. Aber bis dahin, will ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns vielleicht in einer zweiten Folge wieder. Macht's gut und ciao.